Einen wunderschönen Servus und Hallo heute zur 159. Folge des Notizblocks. Ich habe ein bisschen was im Theater gefilmt, nicht wahnsinnig viel, aber wir haben ein bisschen gejammt auf der Probebühne, beziehungsweise ich konnte nicht mitmachen, weil ich ja erstmal gefilmt habe. Ich habe danach gejammt. Das zeige ich euch einfach mal. Bitteschön und noch ein bisschen was vom Tag. Viel Spaß. Erstmal ein bisschen gejammt haben im Proberaum, bin ich jetzt hier vor dem Kolosseum. Es ist gerade Pause bei der Nachmittagsshow am Samstag und sag mal, da sind die ganzen Leute da oben, die sich die Show ansehen, und ich hoffe, denen macht Spaß. Dominik rockt gerade ordentlich und schauen wir mal, wie es weitergeht. So, das war ein bisschen, was heute so passiert ist. Und das war gleichzeitig ein kleiner erster Test, denn was ihr gerade alles gesehen habt, das war alles gefilmt mit dem iPhone, mit der iPhone-Kamera. Und ich bin mit dem Test eigentlich recht zufrieden. Das heißt, ab jetzt wird der Blog hoffentlich, oder kann ich noch ein bisschen spontaner den Blog filmen, weil das iPhone ist natürlich immer dabei als Handy und als Organizer und MP3-Player etc. Und mit der Kamera kann ich dann noch immer mal hier und da was filmen. Also gut für den Notizblock, und die Qualität oder sowas, denke ich mal, hat ganz gut gepasst. Ne? Und und als letztes möchte ich noch ein kleines Dankeschön loswerden. Dankeschön an, ich sag mal deinen Vornamen, an Marlene. Du weißt, wer du bist. Ich habe mich total gefreut hier über ein kleines Dankeschön, was jetzt bei mir, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es hier an die Wand hängen werde oder in der Garderobe an die Wand hängen werde, da habe ich mich noch nicht ganz entschieden, aber ein kleines Frühlingserwachen Dankeschön habe ich bekommen, und das kommt an eine der beiden Wände, und es ist angekommen, und ganz großen herzlichen Dank. Das wäre es für heute von mir aus, und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder zur 160. Folge des Notizblogs. Macht's gut, bis dahin. Ciao.